Vier Wechsel im Vergleich zum Nürnberg-Spiel zur Niederlage und Hitzlsperger nicht einmal im Kader, nicht verletzt, einfach nur nicht gut genug derzeit. Schon ein kleiner Schwabenhammer. Alles hat er durcheinander gewirbelt, der Arme. Macht Fragezeichen Timo Hildebrand, nur er weiß ganz genau, was er will, wohin er will, ob er bleiben will. Dann war Paul. Na also, Hildebrand, Argumente für den VfB ohne Ende. Spiel, das so verhalten begann. Aus, vorbei, keine Chance mehr für Bielefeld gegen Neuen Stuttgarter. Ein historischer VfB-Sieg, denn noch nie schaffte ein Team es, den Siegtreffer zu erzielen mit 9 Mann auf dem Platz. Gratulation. In 30 Sekunden meldet sich Thomas Helmer. Das machen Medien, schreiben in den Zeitungen, wenn da irgendwas, der Trainer steht unter Druck, ein neuer wird gesucht, keine Ahnung, und ich finde, es ist einfach unfair und auch manchmal kokolores.